willkommen hier zu einem Vlog auf meinem Kanal Jos Lifestyle. Alles, wenn es um das Thema rund um den Mann geht. Ja, wo bin ich heute? Ich befinde mich heute in Amsterdam. Ich habe mich spontan entschieden, nach Amsterdam zu reisen. Und deswegen, ja, wie gesagt, melde ich mich heute mal hier aus Amsterdam. Und ihr habt es ja eben schon gesehen, so sieht gerade das Zimmer aus, wo ich mich befinde, oder das Hotel. Und ihr habt ja schon bestimmt schon mal gesehen, die mich länger verfolgen oder die sogar meine Abonnenten auch sind, dass ich schon mal in Amsterdam bin mit der. Und jetzt denkt euch nicht, was mache ich hier? Ja, wie gesagt, ich habe einfach wieder ein bisschen abzuschalten. Fährst du mal hierher? Ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Ihr werdet es ja natürlich jetzt sehen. Aber ich werde auch wieder ein bisschen Sachen filmen von Amsterdam so. Und mich natürlich auch ein bisschen auf die Mode beziehen. Also es wird wieder von allem was dabei sein. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefällt. Wenn ihr auch das Daumen da oben da. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare. Und genau. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch. Jetzt eine Fahrkarte besorgt und was auffällt ist, ich hab, die Metro-Karten, die Tram-Karten sind deutlich günstiger. Da kostet eine 48-Stunden-Karte bei der Metro-Tram 12,50. Wenn man sich diese Regio-S-Bahn-Karten kauft, ist schon preislich Unterschied. Also da zahlt man für nur zurück für einen Tag, für zwei Fahrten 59 und sonst für ein Tagesticket 101 Euro. Das ist schon, ja, so kann man auch sein Geld machen, ne? So, und jetzt befinde ich mich auf dem Weg in die Stadt und sagen wir uns dann wieder. Kurz immer unterwegs und habe einen coolen Laden gefunden, habt ihr eben gerade ja gesehen. Und ich habe mir hier gerade Churros bestellt mit Schokoladensoße. Die gibt es, glaube ich, nur, oder sind eigentlich spanisch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und so sehen die aus. Und die pfeife ich mir jetzt mal rein. Ja, ne? Und Hunger, würde ich sagen. Ich habe vergessen, diese Szene zu drehen, deswegen mache ich das gerade nochmal hier von zu Hause. Also, ihr habt ja gerade gesehen, Käse ist gerade natürlich in den Niederlanden ja, klasse. Also, genau wie in Frankreich haben die mega Käse und ich habe mir da auch ein bisschen Käse mitgenommen. Wenn man da ist, sollte man auf jeden Fall in so einen Laden reingehen, wie es war. Ich war in Amsterdam Käse Company, das ist, glaube ich, recht bekannt. Oder es ist auch so eine Kette, die ist fast an der Straßenecke. Also sehr liebevoll aufbereitet, was es alles mit Käse da gibt und kann ich euch auf jeden Fall als Mitbringsel nur empfehlen. Ja, weiter geht's! Ah!
jetzt geht es tatsächlich auf den hohen Tower rauf. Was kann ich hier heißt. Und zwar war es ein ganz bekannter Hotspot hier in Amsterdam. Also wenn man darauf geht, man soll mal einen guten Blick haben über die Stadt. Und man kann auf jeden Fall richtig gut schaukeln. Das sind zwei Riesenschaukeln. Ich guck mal, ob ich mich darauf schaue. Jetzt sagen wir uns gleich um. Ciao. So, das war leider nicht. Also der Eintritt kostet, das wusste ich vorher nicht, 13 Euro pro Person. Das war mir jetzt natürlich ein bisschen zu viel, nur um... But I think that's not too important for us. Auf dieses hohe Gebäude raufzukommen. Aber wenn ihr das mal machen wollt, wie gesagt, ihr fahrt mit der orangen Fähre, das ist glaube ich die 61 oder 59, müsst ihr mal schauen, einfach rüber geradeaus und geht einfach auf den Turm rauf. Könnt da oben halt schaukeln, für mich ist es nicht, aber trotzdem hat man einen richtig coolen Ausblick. So, wie ihr vielleicht eben schon ein bisschen gesehen habt, habe ich gerade eine Grachtentour gemacht. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Kostet ungefähr 16 Euro bis 18 Euro. Ihr könnt auswählen zwischen einer Stunde und einer halben Stunde. Bilder gibt es davon natürlich auf dem Instagram-Account. Ein paar blende ich auch ein. Link dazu zu meinem Instagram-Account findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, also wie gesagt, ist eine Empfehlung wert. Und wenn man hier Amsterdam besucht, man lernt nicht viel in Amsterdam, wenn man nicht in Englisch und selbst weiß. Und ich werde mir jetzt erstmal was zu essen suchen, das schöne Wetter noch genießen und bis gleich. Haut rein. So, ich muss jetzt leider kurz mit meinem Handy filmen, weil ich das noch unbedingt loswerden wollte. Also, wie gesagt, das ist hier mein letzter Abend hier. Ich bin immer im Red Light und wie gesagt, es ist natürlich klar vergleichbar wie der Kiez der anderen deutschen Städte, nur wie gesagt, ich finde halt hier irgendwie von der Atmosphäre her ein Tick natürlich nochmal, man kann sich vergleichen, aber es ist natürlich auch schön, weil man hat hier halt direkt das Wasser vor der Haustür und es ist halt einfach, natürlich klar, es ist bespickt mit Bars und mit Bordellen und mit Frittenbuden, die es hier sehr oft gibt in Amsterdam. Die essen, glaube ich, viel alles, was frittiert ist, ist die pure Gönnung hier. Aber es ist einfach schön, weil hier auch dann zwischen die Boote durchfahren und dann so. Und also abends dann oder am Abend den Abend hier ausklingen zu lassen, ist ganz entspannt. Und man trifft natürlich auch crazy Vögel. Morgen habe ich vielleicht noch etwas vor, das seht ihr dann ja gleich. Mal gucken und dann geht es morgen schon leider wieder nach Hause. Aber ich werde wieder kommen und ich werde jetzt nochmal kurz mein Getränk auszüffeln und bis morgen. Tschüss. We'll be right back.
ganz kurz Info, wenn ihr coole Klamotten wollt mit Uhren und Schmuck und Hüte und sowas, dann geht mal in den Laden rein. Link tue ich auch. Tue ich euch mal in die Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall sehr cool. Also haben sehr stylische Klamotten für uns Männer und für Frauen, also Rucksäcke, Hüte, Uhren, Armbänder. Alles ein bisschen teurer, aber trotzdem richtig cool. Also Link ist in der Videobeschreibung unten und schaut doch mal vorbei. So, ihr Lieben, ich muss einmal ganz kurz was loswerden. Ich war gerade essen in einem Lokal, das ein richtiger Touristenfang ist. Der Laden, ich sag das jetzt mal, ich wollte das jetzt nicht abfüllen. Es reicht, glaube ich, wenn ich die Straße sage und den Namen des Ladens sage. Indien, Tandoori, Restaurant. Trotzdem mal den Link dazu in die Videobeschreibung reinschauen. Ich war da gerade essen und da hockt so ein unfreundlicher Kellner, steht davor, weil die Karte ist da draußen und labert mir gestern. Und ich weiß auch, dass es sein Spruch war, als ich ihn fragen wollte, was ich glaube ich nicht so gut gebacken bekommen habe, ob bei dem Burger für 7 Euro, ne, 7 Euro Burger, Frit dabei sind. Er hat mich, ich habe das Einzige, was ich verstanden habe, ist, Germany, ja, German people, I can. Am Arsch. Auf jeden Fall, das Ding ist einfach, was kam? Ein Teller mit 30 Fritten vielleicht, also so bloß hingeklatscht. Salat. Noch nicht mal über Schweizke. In so einem schwarzen Ding, sondern einfach nur ein paar Salatblätter einfach so auf den Teller geklatscht. Eine Tomatenscheibe und eine Gurkenscheibe, die auch die Gurkenscheibe war schon sehr wässrig bei mir. Schon sehr siffig. Und der Burger, jetzt kommt's. Die Polette, ja, roch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber es roch auf jeden Fall nach Tiefkühlpolette. Geschmacklich würde ich dem Burger eine 5 minus geben. Deswegen 5 minus, weil wenn man die Polette weggepackt hat, hat der Burger wenigstens so ein bisschen nach Zwiebeln geschmeckt. Aber ansonsten, und dann war der Kellner penetrant, unfreundlich. Also ihr Lieben, wenn ihr mal in Amsterdam seid, geht da bitte nicht. Geht vorbei, sucht euch was in den Kracht oder geht, wenn ihr schon an der Promenade oder was ihr so wollt, achtet bitte echt auf die Lokalität und guckt euch das Essen oder guckt auch, ich würde auch mal Bewertung auch mal vielleicht lesen. Gebt den Namen bei Google ein, guckt mal, was Menschen da geschrieben haben. Hilft ja ab und zu auch mal und macht euch ein eigenes Bild, aber meidet bitte diesen Laden. Das ist unter aller Sau. Gut, jetzt könnt ihr nur sagen, okay, warum geht ihr da essen? Für 7 Euro 90 kann man nicht erwarten. Ja, gut, kann man aber trotzdem. Man kann auch selbst für 7 Euro 98 kann man, finde ich, was einigermaßen. Ich meine, selbst McDoof wird dann nicht besser als das. Man ist billiger. Also, ne? Nochmal so die. Und die Cola war auch scheiße. Also meine jedenfalls so alt und. Naja, also geht da bitte nicht essen. Genau, wie es aussieht, ich habe ein Bild gemacht mit dem Handy. Ich blende euch das jetzt mal hier oben rechts ein, dann könnt ihr mal schauen, wie das aussieht. Ja. Jetzt sitze ich gar nicht an den Krachten noch und überlege gerade, ob ich mir was Hochprozentiges besorge, um diesen Schock zu verdauen. Mein Magen dreht sich gerade um. Ich werde Achterbahn, denkt sich, nee. Ach, okay. Naja. Man sieht sich, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt auch so ein cooles Wetter wie hier. So, auch hier jetzt eben nochmal ganz cool ein Twitch-Entchen-Laden. Also, wenn ihr da eurem Liebsten oder eurer Freundin oder eurem Freund da einen Gefallen tun wollt, mal einen Badegruß mitteilen wollt, könnt ihr da ja mal reingehen. Die kleinen Twitch-Ähnchen, die kosten 8,95 €, die ganz großen 29,99 €. Und es gibt das in allen Varianten, also von Star Wars, ja, alles. Also schaut mal rein, ist auf jeden Fall ein cooler, lustiger Laden. Und genau.
So, natürlich gibt es wieder auch dieses Mal ein kleines Fazit. Ich war jetzt, wir sind noch einmal hier in Amsterdam gewesen, eher ganz spontan, bisschen Zeit mit Familie verbracht und ich wollte mir eigentlich ja noch hier ein Tattoo stechen lassen in Amsterdam, aber wahrscheinlich mache ich das beim nächsten Mal, wenn ich hier wieder herkomme. Oder, ja, wie gesagt, wann anders. Auf jeden Fall aber sollte ich mir ein Tattoo in Amsterdam stechen lassen, werdet ihr das natürlich erfahren. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, lasst es doch einfach mit dem Daumen nach oben da, beziehungsweise schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, wo ihr schon alles wart oder was ihr vielleicht gut fandet oder auch nicht. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, Amsterdam ist auf jeden Fall eine Reise wert. Man sollte sich auf jeden Fall schon vorher Gedanken machen, was man sehen möchte, weil es gibt ja so viel zu sehen. Mal klar, man kann auch spontan hierher fahren und einfach es auf sich zukommen lassen. Das macht vielleicht beim ersten Mal Sinn, aber wenn man schon ein zweites Mal jetzt herfährt oder ein drittes Mal, sollte man schon ungefähr wissen, was man sich vielleicht anschauen möchte oder was man vielleicht nicht angucken möchte. Oder im Allgemeinen einfach einen kleinen Plan haben, was man eigentlich hier möchte. Die Stadt ist sehr vielfältig und ja. Und über mir, wie gesagt, kommt ja gleich zu den Videos oder zu den letzten aktuellen Videos von mir. Und alles weitere findet ihr immer, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Also schaut doch da mal gerne vorbei. Ja. Haut rein. Bis dann. Ciao.